herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Never Be Good At. Wir haben immer noch Halloween und das bedeutet, wir spielen... Ich weiß nicht, wie viel das für mich sagt. Ghoul School. Kann das sein? Genau. Ghoul School für das Nintendo Entertainment System. Kennst du es? Hast du schon gespielt? Ich habe nie gesehen und nie gehört und ich glaube, ich will es auch gar nicht sehen. Au, ich habe es vor einiger Zeit gesehen und ich bin ja ein Fan von diesen obskuren NES-Spielen. Was gab's? Das sieht viel zu gut aus für ein NES-Spiel. Das heißt, es kann ganz mal ändern. Ja, das ist wirklich wahr. Ja. Punk. Das ist ein Punk gegen Aliens. Das ist Spike O'Hara. Und das Spiel handelt davon, Spike hat einen Schädel gefunden, den hat er mit in die Schule genommen, den hat er seinem Lehrer gegeben und dieser Schädel hat magische Kräfte und hat ein Tor in eine Dimension geöffnet, wo nur Dämonen sind. Und die Dämonen sind dann haben die Schule übernommen, haben alle Footballspieler und die Schüler in Monster verwandelt und unsere Aufgabe ist es nun, Spikes Geliebte, die Schülerin Pompom, okay, zu retten. Ich bin nur fasziniert, dass ich alle von dieser Story nichts mitbekommen habe. Weil du hast das Spiel angemacht und dann warst du einfach da gewesen. Und jetzt eine zigtausend Story, die ich in anderen Spielen in Verkatzen-Sequenz gesehen habe. Kann man alles in der Anleitung nachlesen? Ja. Wow. Der Anleitungstext ist 3 Seiten. Ich sehe ihn hier, glaube ich, hinten in der Ecke und er ist auf Englisch. Und ich habe auch keine Textinformationen, das überhaupt was macht, was man machen soll hier. Ja, auf jeden Fall, das Spiel ist Metroidvania. Wenn ich jetzt Start drücke, hat man hier ich sehe Bett, das ist ein Schläger und Sneakers, das sind Schuhe. Genau. Haben die verschiedene Nikes und sowas, dass genau. Sie springen können. Man findet halt unterschiedliche Gegenstände und zwar diese Gegenstände gehören einer Geister Special Force, die vorher in die Schule geschickt worden ist, die ist aber absorbiert worden von den Ghouls und jetzt macht Spike das und er findet im Laufe des Spiels halt diese Gegenstände von dieser Special Force. Ist faszinierend, was alles für eine Story fehlt. Das fand ich auch. Werden die Gegner jetzt auch richtig getötet oder werden die zurückverwandelt am Ende? Wenn es ja Menschen sind, die Dämonen geworden sind. Das frage ich mich jetzt gerade auch. Das will ich nur wissen, weil andere Serien kenne ich das so. Supernatural, da ist es eigentlich scheißegal, ob jetzt da die Menschen sterben oder nicht. Wenn sie besessen sind, dann sind die Menschen tot. Haben sie Pech gehabt. Die haben sie immer exorziert und jetzt sterben die einfach da in Massen. Wir haben ja gestern eine Folge Supernatural gesehen und zwar die aus der 14. Staffel? 13. sogar. Die Scooby-Doo-Folge, die war echt geil. Da sind ja auch die Leute gestorben und da fragt man sich auch, sind die in der realen Welt auch gestorben? Ja, das Spiel ist eigentlich ziemlich simpel. Man kann halt springen und schlagen und ducken ist leider nicht möglich. Spike kann auch nicht schneller laufen und das Spiel ist non-linear, halt ein Metroidvania. Und oben sieht man Room 001. Okay, das ist die lange Erklärung, was man alles nicht erkennt. Weil es gibt keine Karte. Also entweder wir zeichnen uns jetzt eine Karte oder du behältst das im Auge. Das ist also Room 1 und das ist Room 2. Genau. Ich würde sagen, wir haben jetzt 3 Wege, wir gehen jetzt aber erstmal geradeaus. Dann haben wir schon eine... Kommen bei Sprung bis bei Raum 4. Ja, man kann halt hier noch in diese Rockers reingehen. Und in der Anleitung ist das so beschrieben worden, Spike hat die ganzen Nerds immer gerne in die Schränke gesteckt. Weil das machen ja. Das wird ja mit Nerds gemacht. Ja. Und deswegen kann Spike sich in den Schränken verstecken. Das ist Schwachsinn. Was will ich sagen? Wer denkt sich sowas aus? Ich meine, es gibt Nightmare on Elm Street auf dem NES. Ja. Ach ja, man kann Treppen nicht rauf und runter. Da sehe ich schon, dass man da irgendwie wie bei Castlevania sich dann abbricht. Okay. Und wie sieht man zum Weiterkommen? Und es gibt Bosse oder ist das dann irgendwie... Ich habe es schon ein bisschen weiter gespielt, aber jetzt auch nicht hundertprozentig weiß ich jetzt, wo man jetzt überall hin muss. Ich weiß auf jeden Fall, die Gegner kann man auf jeden Fall nicht töten. Ja, ich sehe schon. Warte, Gameplay aus der Hölle. Backtracking. Warte, bis du da dran bist. Was ich cool finde, wir sind jetzt... Achte mal oben auf die Raumnummer. Okay, 58. Ja. Das ist sehr linear aufgebaut. 7. Irgendwie 50 Räume haben wir übersprungen.
Die noch so einen Gegenstand finden und dann. Nee, die Gegenstände sind gut, sind versteckt, aber sehr gut versteckt. Halt, man hat hier diese Klassenzimmer und in den Klassenzimmern findet man halt meistens immer Health Power-Ups. Die sind dann in Fernsehern drin. Also ich muss sagen, ich habe mir das anders vorgestellt, als du mir das erzählt hast. Die roten Äpfel laden halt die komplette Lebensenergie auf und die. Oh, und die grünen. Immer nur in Teile. Das muss doch alles töten, was da rum läuft. Die kann ich nicht kaputt machen, weil wir haben ein Problem. Spike kann sich nämlich nicht ducken. Es ist kein Wunder, dass das Spiel niemals so berühmt geworden ist. Der Ansatz ist gut, aber die Ausführung ist schlecht. Oh, wie heißt das so schön? Die Anleitung ist super, vom Artwork her und von der Geschichte. Die Idee war besser als die Umsetzung. Definitiv. Ich bin nur fasziniert davon. Also ich habe schon jetzt viele NES-Spiele gesehen und ich dachte, es geht nicht schlechter. Da siehst du, hier kommen wir schon mal nicht weiter. Da brauchen wir die Springschuhe. Also die Air Jordan oder wie heißen die? Gibt's da Marken? Springshoes. Also Springschuhe drin? Ja, merkt ihr das mal, Raum 12. Aha. Und wo Raum 12 natürlich war, sonst macht das alles keinen Sinn. Oh Gott. Ich habe gedacht, mal irgendwie ein Spiel, das den Horror bringt und das Spiel ist Horror. Es hat Monster. Ja, toll. Und es heißt Ghoul School. Ich weiß nicht, ob das nur noch ein Ghoul ist. Weißt du, was ein Ghoul ist? Ein Ghoul ist eine lebendige Leiche, so wie ein Zombie, nur anders. Ja. Ich glaube, Intelligenz aber oder so. Und die fressen Menschen. Ich dachte, die stehen unter der Kontrolle von Vampiren oder von. Nein. Das sind Diener von irgendeiner bösen Kreatur. Ja, wenn das sind irgendwie so wie Rattenameisen oder so. Das ist ein die leben dann im Untergrund und sammeln sich in Horden. Und dann fallen sie über die Menschen her. Ah. Es gibt einen Film, der heißt Ghoulies. So ein Gremlins-Abklatsch mit so kleinen Ghoulies. Ghoulies sind also bessere Zombies. Ich weiß nicht, ey. Wenn die einen Namen hätten oder so. Du hast Fred getötet. In der Anleitung sind die Namen drin. Für die Gegner. Ich meine, das sind ja Menschen, was du ja erzählt. Ja, es sind halt die Schüler und die Leute, die Spieler des Footballteams, die verwandelt. Warte mal, ich kann hier gleich hier noch weitergehen. Ah, guck mal, ein neuer Gegnertyp, der springt auf und ab. Das ist ein Unterschied. Er springt hoch und runter. Und der geht geradeaus. Ja, das erinnert mich immer sehr an das Bart Simpsons-Spiel. Bart vs. the Space Mutants. Da habe ich auch nicht gespielt, aber ich. Sei froh, dass du es nicht gespielt hast. Ich habe den auf dem Gameboy gespielt und das hat mir gereicht eigentlich. Oh, Camp Deadly, das war aber so ein. Ich hab's noch in Erinnerung. Aber es sah gut aus zu damaligen Zeit. Da hat man gedacht, das ist Top-Videogame-Dinger. Er konnte sprechen, da kamen Sprechblasen und. Es war groß. Ja, grafisch war es gut. Habe ich wieder Zug. Guck mal, wie das so banal wirkt und tödlich ist. Game Design aus der Hölle. Ich versuch mal, dich ein bisschen mehr zu geben. Ja, ich bin gleich durch. Okay, wir sind wieder da, wo wir angefangen haben, würde ich sagen. Ja, dann kannst du die alten Sommer aufteilen oder wie geht das dann? Ich weiß es jetzt nicht. Ich geh jetzt mal nach unten. Ich glaube, du hättest erst nach unten gehen sollen. Ist das immer random, die Räume? Eigentlich nicht. Also wenn du eine Map hättest jetzt aus dem Internet, dann könntest du das ganz locker irgendwie schaffen. Das Spiel ist nicht allzu lang. Also ich habe Longplay gesehen auf YouTube. Ich habe es mir nicht angesehen. Ich habe nur mal geguckt, wie lange das Video ging. Und da war 34 Minuten hat ja er das Spiel durch. Ja, wenn du weißt, wo du überall hin musst. Aber ich kann mich noch daran erinnern, früher, wo Super Metroid rauskam, das erste Mal, wo wir das durchgespielt haben, ja, war nicht. 16 Stunden? 16 oder ich glaube 20 Stunden haben wir gebraucht. Genau. Und nachher war ich dann auf 100% auf 2 Stunden. Ja. In 2 Stunden konnte ich es durchspielen. Damit wir sie in Bikini sehen können. Ja, stimmt, da war was. Das war der einzige Grund. Ja, das war der Grund, warum wir Speedrun machen. Da siehst du in Bikini. Damit man Samus Aran im Bikini sieht. Oder so. Das war das höchste der Gefühle schon damals bei Sackgasse. Genau. Wie? Du siehst sie im Bikini? Wow. Boah, da kaufst du dir Beachvolleyball. Da sind sie alle im Bikini. Lauf, lauf, lauf.
Das hast du ja auch in der Retro-Börse gesehen, ne? Ja, das. Hast du auch gesehen? Du hast danach gesucht oder so? Ja, ich habe da gestern nachgeguckt. Ich habe es aber auch nicht gesehen, weil irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland rauskam. Nee, ich glaube nicht. Also, so wie Thematik ist, dass du da zigtausend Monster. Ist es schon. Manic Manson. Oh, für PC oder für. Für alles. Fürs NES. Ich hab Manic Manson nie durchgekriegt, nicht ganz ehrlich. Ich hab's durchgespielt. Bei mir ist mal das Haus explodiert. Ich hab nicht Backen noch zu Hause bei mir jetzt. Ich hab aber auch nie herausgefunden, wie man aus dem Kerker rauskommt, bis dann irgendeiner gesagt hat, ja, da ist ein Stein. Ja, das Spiel bringt dich in eine Sackgasse. Nein, ich hab nicht damals mal Nintendo Power gehabt. Nur Internet. Ah, ich glaub, den kann ich platt machen. Das neue Gegner? Der sieht neu aus. Ich kann mich mehr daran erinnern. Aber wir sehen ja gleich aus. Das ist das große Problem bei dem. Oh. Ah, guck mal, der schießt seinen Arm. Ja, extra nach. Was willst du da machen? Drüber springen? Ducken. Du kannst ihn nicht ducken. Ich schwör bei Gott. Der muss wegdrücken. Ich hab's ausprobiert. Nee, der macht gar nichts. Ich hab extra in die Anleitung vorher noch reingeguckt. Um sicher zu gehen. Weiß ich nicht, gibt es Dinge oder so, dass du irgendwie oben halten musst und Select oder was passiert? Ja, A und B zusammen und Select drücken oder so. Wieder eine Sackgasse. Versuch schnell. Das ist ein monotones Spiel, kein Wunder. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen systematisch vorgehen. Ich weiß nicht, was ist. Wir waren jetzt unten. Weiß ich doch nicht. Ja, sonst, da musst du doch auch. Ich hab da hat doch keine Orientierung. Also, der Weg. Soll ich jetzt auf dem Blatt Papier ein Kreuz und Quer machen? Dann irgendwie deswegen sage ich ja, wir hätten eine Map zeichnen müssen. Okay, die ganze Halle, die ist abgehakt. Da ist gar nichts. Also total sinnlos. Es macht keinen Sinn. So, wir sind jetzt gerade nach da gegangen, aber wir sind von oben wieder runtergekommen. Also müssen wir hier irgendwo lang gehen. Ich dachte, du hast zumindest schon mal so etwas gefunden, dass du weitergehen kannst. Ja, ich war auch schon weiter, aber das Problem ist, kann sich das alles sehr, sehr schlecht merken. Wenn wir hier hochgehen, kommen wir wieder zurück. Das ist für mich logisch. Also müssen wir hier weitergehen. Das ist alles unlogisch. Es gibt so Minimaps oder so. Da kann man die vielleicht oben einblenden und dann hast du es. Versuchen wir den hier wieder. Aufzuladen. Ich glaube, die hätten dann wenigstens eine Karte reinpacken. Oh nee, die Äpfel kommen nicht wieder. Das ist scheiße. Das weißt du nicht? Du hast mich gerade gefragt, ob das möglich ist. Ich weiß es nicht. Ich guck mal nach. Es funktioniert auf jeden Fall nicht. Okay. Wie sind wir gerade gegangen? Nach oben, nach unten? Ich komme jetzt hier noch nicht darauf konzentrieren, welchen Raum. Ich weiß nicht, welchen Raum. Ich gehe jetzt mal oben weiter. Weil hier geht's wieder zurück. Das ist wahrscheinlich wieder eine Sackgasse. Also gehen wir nach da. Du musst systematisch vorgehen, den Gang 11 gehst und dann gehst du in alle Türen rein. Aber hier war das neue Tür. Nee, waren wir schon. Weiß nicht. Habe ich dir doch gerade gesagt, das ist der Fahrstuhl, der nicht funktioniert. Ja, voll. Das muss wirklich. Und wieder zurück. Okay. Jetzt sind wir nach oben, bitte. Nach oben, wir sind von oben gekommen. Jetzt gehen wir geradeaus. Ah ja, der war ein Springturm. Ich erinnere mich, aber wenn du keine Springschuhe hast, dann. Dann müssen wir jetzt hier nach unten. Ja. Oh, das ist das Problem. Jetzt bin ich wieder komplett raus, wo ich war. Guck, hä? Wir sind nur nach unten. Du bist da unten gefallen und dann irgendwie. Aber das ist jetzt wieder eine ganz andere Stelle. Tja, da fällst du ganz vom kompletten Ding runter. Hä? Was liegt's daran? Du musst die Treppen steigen. Und du fängst einen Raum wieder oben an, wenn du runterfällst. Aber der Gegner war jetzt gerade nicht da. Wir sind ja jetzt gerade so. Genau, es muss nach unten gehen. So wie es geht mit. Ah, ich bin nach oben geflogen. Also. Ja, er hat uns nach oben geworfen. Okay, auch nicht schlecht. Wenn du denkst, du verschiedene Charakter zum Angehen hättest, du also praktisch einen Charakter. Okay. Die schießen kann oder so, dann ist es auf jeden Fall ein Wechsel. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Raum 13? Ich weiß die Zahlen. Ich merke mir die Zahlen im Raum nicht an. Vielleicht geht's nach Hexcore. Damit du irgendwie Erfolg hast. Das ist so langweilig und monoton.
sind doch gleich. Gleich kommt ein Highlight, dass du dann die Stelle überspringen kannst. Dann brauchst du den ganzen Bereich nicht mehr. Wie viele Mal gab es nochmal? 127? 58? Ich glaube, auf jeden Fall dreistellig. Okay, hier waren wir auf jeden Fall schon nicht. Weil hier kommen wir nicht weiter. Hier brauchen wir auch wieder die Springschuhe. Ja, wir haben immer da gebraucht. Da vielleicht können wir da durchspringen. Mal eben gucken. Das ist verarscht. Spring auf die Fledermaus drauf, ey. Meinst du, das funktioniert? Nein. Warte mal. Nee. Das Spiel will nicht, dass du da weiterkommst. Also, wir haben jetzt schon zwei Orte, wo wir die Springschuhe brauchen. Ich glaube, so ein Ort. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe die Springschuhe innerhalb von 2 Minuten gefunden. Das ist wohl eine Vorbereitung, okay. Gibt es kein Sheet, dass du alle Eisen passt? Nein. So. Dann gehen wir vielleicht einmal nach links. Immer. Ah! Oh. Andere Farbe. Es geht raus. Weiter! Neuer Bereich. Der war bestimmt vorher auch schon da gewesen. Ne? Warum haben wir den vorher nicht gefunden? Raum 14. Ja, und? Was soll man sagen? Was hast du da für einen Sinn, dass er dir vorbeispringt und dann... Ja, das möchte ich jetzt gerne ausprobieren. Naja. Relativ. Es ist sehr sinnvoll, dass du die Schrecken versteckst, dass du keine Energie verlierst. Das soll dann darauf draufgehen. Wenn die Gegner von rechts nach links laufen würden, die kompletten Schränke ablaufen würden, was du. Ja, das kommt bestimmt für die kleinen Gegner, aber nicht diese Gegner. Die sind zu intelligent. Guck mal, das Tür. Können wir da reingehen? Ja. 100%. Ein Sportraum, würde ich sagen. Ein! Neue Gegner. Das sind Zombies. Oh, wir haben eine neue Waffe. Anzug. Ha! Oh Gott. Ja, die Duschen sind tödlich. Was sind glaube ich sind Geister. Okay, du bist jetzt tot. Jetzt fängst du bestimmt an, wo du gestorben bist. Ja, das ist das Gute an dem Spiel. Dass man immer genau an der Stelle... Gibt's Passwort? Es gibt kein Passwort, es gibt keine Speicherfunktion. Keine Batterie? Der Raum sieht schon mal so ein bisschen anders aus als alle anderen, würde ich sagen. Es mausert sich doch. Es ist doch nicht im Monitor. Ich versuch gerade. So. Da muss ich sagen, dass irgendwas geben. Springschuhe, Springschleim. Jetzt wird es besser. Guck mal, da musste ich jetzt irgendwie durch. Oh, ey, das war Humor gewesen. Ein Boss oder so. Das sieht ja so individuell. Ich hab wohl die Taktik. Ich regeneriere Gewichte, die ich da reinwerfe. 5 Kilo Gewichte. So, musst du in einen wichtigen Gegenstand gehen, so wie es aussieht. Kannst du benutzen? Ja, das haben wir nicht, bin ich schon. Und wie kriegst du das Ding aus? Doch, bin ich. Okay. Ich kann nochmal noch wechseln. Na gut, jetzt musst du bestimmt die Springschuhe anlassen die ganze Zeit. Oh nein. Und es wäre so gut, dass jetzt die ganzen Dinger dann viel Springschuhe ausgelegt sind. Kannst du durchlaufen? Und normalerweise könntest du ganz normal drauf springen. Ich kann nicht springen! Kannst du mir das denn töten? Vielleicht kriege ich irgendwann noch eine Waffe. Ey, gleich eine Leiche. Zurück! Oha. Also es gibt doch Toten im Spiel. Ist das eine Gun? Wow! Das Spiel wurde jetzt aufgewertet. Hast du eine Seitenpistole oder ein Blaster? Was heißt das Ding? Duvitron. Das ist irgendwie also Handtuchwerfer. Handtuchwerfer? Ja, könnte sein. Soll mal googeln, was das bedeutet. Ich denke, es ist Handtuchwerfer. Aber jetzt haben wir. Jetzt sind wir schon mal gut dabei. Okay, das macht jetzt so ein bisschen mehr Sinn, wenn du die vorher gehabt hättest. Aber du kannst keinen einzelnen Gegner töten.
Du kriegst so viel Gegenstände und stirbst. Das ist es. Ah. Wir haben noch ein paar Leben. Ja, verschwinden wir ein paar Leben. So, hast du jetzt gemerkt, wo wir jetzt weiter mussten? Waren jetzt ja zwei Orte, wo wir die Springschuhe gebraucht haben. Ja, wo die Fledermäuse sind. 14, Raum 14, wenn du irgendwie siehst, oh, 92 hat gelesen. Also hier. Da musst du trotzdem weitergehen, weil du es halt kennst. Siehst du, es macht Sinn. Aber es macht kaum Schaden. Ich glaube, wenn die das hat, macht es mehr Schaden. Ha! Hat ein bisschen gedauert. Ja. Das wird schon in Balance gedacht, dass ein Maschinengewehr weniger Schaden macht als das Handtuch. Ist ja auch eine Fernkampfwaffe. Ja, wo wussten die, dass wir damit... Okay, ich glaube, oben war die Stelle. Und dann irgendwie nach rechts. Genau. Keine Munition, ja, was egal. Gott sei Dank, keine Munition sammeln dafür. Und jetzt sind wir Klassenräume besuchen müssen. Die sollen noch einen Helm? Ja, geht's weiter. Das ist wahrscheinlich. Das ist ja auch aus der Termine. Ah! Ich kann die Fledermäuse irgendwie platt machen. Wenn du sie triffst. Warte mal. Oh, aber es hat nichts mit Halloween irgendwie zu tun, würde ich mal sagen jetzt. Das wird natürlich jetzt noch besser. Boah! Ja, die ganze Fledermäuse töten, ey, wandern. Wenn du genau triffst. Ich glaube, die wollen, dass ich die Sneakers nehme, weil dann stehe ich ja ein bisschen niedriger. Pass auf. Siehst du? Und dann muss ich wieder auf die Springschuhe wechseln und dann kann ich weiter. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal nach unten. Oh, es kommen neue Räume bestimmt. Raum 31. Na gut, für den Design her ist es nicht. Oh, guck mal, jetzt spucken sie sogar. Was? Ist abgedichtet worden, die Gegner. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt wie tut sich sowas an? Das ist pures Retro-Gaming-Feeling. Ich weiß nicht, bei Metroid ist es irgendwie stimmiger. Willst du ja jetzt nicht Metroid damit vergleichen? Ich weiß nicht, wo ich spiele. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr das Spiel ist. 1992. 92? Meinst du, welche Nummer spielen? 1990? War das nicht auch 92? Weiß ich nicht. Wenn es das letzte August oder so, den sie gehabt haben? Wahrscheinlich. Ah, ein Apfel. Es gab kein Remake, aber es ist auch gefallen. Noch kein HD-Remake auf dem Super Nintendo davon. Kommt vielleicht noch für die Switch, ob der Switch erscheint. Ja, wir machen das ein 3D, das Spiel. Okay. Okay. Wieder nach unten. Wir gehen erstmal. Ach du Scheiße. Ja, da unten ist jetzt grün. Dann gehen wir jetzt nach da. Ja, wir müssen mit dem braunen Gang bleiben. Erstmal gucken, was hier ist. Boah. Da. Ganz ehrlich, Nee, der Handtuch dran. Guck dir an, wie viel Schaden das Handtuch macht. Wenn ich mal. Aber mit dem Handtuch kommst du nicht dran! Oh. Wenn man sich ducken könnte, wäre das ja alles kein Problem. Dann wäre es so einfach, haben sie bestimmt festgestellt, nachdem sie das programmiert haben. Ey, wenn du duckst oder so, dann kommst du ziemlich schnell durch. Ja, nimm das Ducken raus. Dann brauchen wir das ganze Spiel umzubauen. Wisst wahrscheinlich. So. Also so ein Spiel. Jetzt gehen wir nach ihr. Okay. Nee, ich würde sagen, wir gehen erst den Gang weiter. Ah, guck mal! Was Neues. Ja, du musst Schuhe ausziehen, weil es so hoch steht bestimmt. Handtuch muss er dann lassen nehmen. Handtuch. Springschuhe, darüber springen. Der Springschuh muss benutzen. Wie soll ich das machen? Spring mal drüber, vielleicht kannst du draufspringen oder so. Dass du da unbescheuert drüber gehen kannst. Okay. Bitte schön. Boah, jetzt muss ich mich ja selbst angucken, dass ich mir das im Start mache und was mir jetzt leckt. Ich darf auch noch spielen.
Jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Ja gut, es geht nicht. Aber ich achte jetzt auf die Räume, ne? Nee, du... Ich will nicht dahin. Da komm ich rüber. Ja, geh nochmal hoch wegen der Raumnummer. Raum 33, alles klar. Was meine ich? Ja, oh. Geh doch erst nach unten weiter. Ja, wollte ich auch. Wollt mach dir erst mal ein bisschen mehr Sinn. Und zu schaffen. Also jetzt... Oh. Ich bin gekommen. Aber jetzt brauche ich super Sprungstiefel. Hier haben wir. Geh mal da weiter. Vielleicht ist da irgendwas. Ja, weil es ist blau. Oh. Weißt du, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, du kannst mit den Springschuhen über die rüberlaufen. Nein. Das siehst du, dass es nicht klappt. Weil vielleicht mich drin verstecken jetzt. Nein, das, nicht, das, da musst du die Springschuhe... Das kann ich auch nicht, das kann ich auch nicht mal. Ah, geh in die Tür rein. Ah, guck mal! Wir haben den Schimpansen mit Hut gefunden. Du sagst... Ja. Jetzt schieß verarschen, ey. Das war zuerst gewesen. Ja, ich dachte, du hast den Schimpansen mit Hut gefunden. Die Hilfe oder so. Ja. Wer kommt da drauf, dass die Raumschlüssel werfen? Guck mal, das neue Gegen. Ah, das versagt. Das neue Raumschlüssel, wofür hast du Schlüssel gebraucht? Wir waren auf jeden Fall bei dem neuen Gegenstand. Drück mal. Ich glaube, wir können nämlich weitermachen. Und haben noch alle Gegenstände. Ja, das ist das Geile an dem Spiel. Auch wenn man tot ist, man fängt mal von Anfang an. Aber man hat alle Gegenstände, die man gesammelt hat. Kann ich mich wieder durchkämpfen zum Ende? Zum Grunde wieder zu dem Raum, wo wir aufgehört haben. Da brauchst du nicht weitergehen, weil am Ende ist ein großer Haufen mit Totenköpfen und da ist so eine komische Medusa. Und ich habe nie herausgefunden, wie man an der vorbeikommt. Wahrscheinlich haben mir da noch irgendwelche Gegenstände gefehlt. Wir brauchen wahrscheinlich aus der Garage. Warum hat die Schule eine Garage, in der Monster Trucks stehen? Ja. Jetzt amerikanischer wird. Amerika. Monster Trucks in der Highschool? Guck mal, das ist zum Beispiel hier auf dem Globus Nordamerika und Südamerika. Die Schule heißt übrigens Cool School. Cool School. Ja, das ergibt nämlich Sinn, weil Cool School. Verstehst du? Cool School. Cool, cool School. Da hat sich einer richtig einen Gedanken drüber gemacht, um ein geiles Wortspiel zu machen. Weil du das Handtuch nehmen musst. Ja, musst du das Handtuch nehmen? Natürlich, dein Handtuch ist stärker. Ja, so stark. Natürlich, das ist. Ja, du brauchst mir nur zwei Schläge. Zwei Schläge für den Handtuch. Mit Keim verseucht. Diesmal geht's nämlich nicht weiter. Nein. Doch. Wie viele Horrorfilme kennst du, die in einer Highschool spielen? Oh, Top 10 Movies. Oh, Horror-Movies, die in Highschool spielen. Fang mal an. Ich kenn zumindest einen, den mit dem komischen Virus, der da ausbricht. Virus? Oder wie heißt der Film? Body Snatcher irgendwie dann in. Body Snatcher? Nein, das ist irgendwie so ein anderer Film mit. Da wo Parasiten die Schule übernehmen. The Faculty. Ja, genau. Das ist schon mal einer. The Faculty. Ja, ist aber nur einer. Da gibt es sicher noch viel mehr. Nightmare on Elm Street? Mm-hmm. Die ist auch in der Schule. Ja, im ersten Teil. Okay, lassen wir gelten. Horrorfilm. Gibt es auch so steht langsam Filme dann? Nein, ich rede von Horrorfilm. Scary Movie. Mm-hmm. Spielt auch in der Highschool. Scream auch. Oder gehen nicht mehr zur Schule? Doch, am Anfang wird ja der Lehrer in der Schule gefilmt. Scream 1, Scream 2, Scream 3. Nein, Scream 3. Ja, so 4, gesehen. Sind die bei Scream 3 nicht auf College? Ja, Blavich-Projekt spielt auch irgendwie. Die sind für ein Schulprojekt, machen die das. Ja, aber die sind nicht in der Schule. Ich rede von. Die sind draußen. Ich rede von Horrorfilmen, die in der Schule spielen. Oder wir grenzen das ein, die nur in der Schule spielen. Na, dann wird es mich schon ein bisschen schwieriger. Wie viel kennst du jetzt aus dem Spiel? Die Faculty. Das hab ich ja gesagt. Es gibt, glaube ich, einen Horrorfilm Zombie School. Kannst du immer Zombie vorsetzen? Zombie Kindergarten? Zombie Kindergarten? Ja, da gibt's auch bestimmt. Oder Zombie Alten. Wir können die Zombies nicht von den Patienten unterscheiden.
Tötet sich alle mit Feuer. Das ist sozial, sehr sozialkritisch. Das ist schon mal gut. Versuch jetzt nicht drauf zu gehen. Okay. Stimmt. Den Vergleich nach. Versuch nicht drauf zu gehen. Was wir wenigstens den nächsten Gegenstand kriegen. Was wir wenigstens wissen, was. So, jetzt nach unten war das. Ja, klar. Ja, weiß nicht. Nee, ich glaub doch nach oben. Oh Gott, ey. Ich glaub nicht, da war ich entlang gegangen und dann geht da unten. Aber. Ja. Okay. Ja, wenigstens kriegst du da einen Apfel. Apfelbaum. Apfel. Ein Apfel? Ja, hol den Apfel! Ja. Weniger Schaden. Ich glaube, der rote Apfel füllt sich ja nicht komplett irgendwie auf. Oh. Genau. Alles nur für den grünen Apfel. Warum schaffst du das? Weil ich es angreife. Geh raus, geh einfach raus. Er fehlt jetzt, also ich hab ihn jetzt gezeigt, wo. Ja, wo das Handtuch hängt, ja. Ja. In der Hose. Ich glaube auch wir jetzt wieder nach unten. Ja, das kann ich mir noch irgendwie. Auch wieder nach unten. Ja, nee. Nee, Traum 22. Nee. Andere Richtung. Ich will das wählen. Andere Richtung ist das. Ich will in die Richtung jetzt. Guck mal, da komme ich irgendwie hinter uns. In den Klassenräumen gibt es nur diese Lebensenergie. Und meistens bringt das gar nichts da reinzugehen, weil da immer geht. Ah, nimm mir den Apfel mit. Aber wir sind voll Energie. Und den verliere ich jetzt wieder für den Gegner. Nein, guck mal, Erik, du kannst rüber laufen. So lange ist nichts. Warum ist so eine kleine Musik drin? Andere Musik, ein Track. Ist immer noch oben 22. Das ist ziemlich lang, Raum 22. Aber. Ich glaube, es ist mein gleicher Raum. Ich will. Warte mal, jetzt müsste ich jetzt. Wenn ich komme, müsste 22 sein wieder. Du kommst hundertprozentig in Raum 1 wieder raus. Nein, 22. Hä? 22. Hall. 22. Wenn es eine Hall 22 wäre, würde ich jetzt noch verstehen. Das ist gleich mit gleicher Stelle. Kann aber nicht sein. Natürlich ist das so, das Spiel sagt es dir. Fledermaus, nichts. Da muss ich noch. Nee, geh mal unten weiter. Da kommt 22, da war ich Quatsch. Pfff, die wollen mich aber jetzt verarschen. Nein. Ich muss loop, den Satz. Loopt der unendlich? I don't know. Anscheinend doch, deswegen ist das Spiel auch so groß. Deswegen finde, kann man sich dann nicht zurechtfinden. Hier waren wir gewesen, dann sind wir hier vorbei. Und dann gehen wir in den Sack. Dann lauf. Psst. 21, der hat mich. Die grün, das ist grün. Geh weiter. Mit diesem. Reingehen? Geh mal rein, da ist Lebensenergie drin. Vielleicht überlebe. Dann komm, lauf! Spring! Oh. Wieder raus aus dem Haus. Raus! Ein Leben haben wir noch. Raus! Oh, wie neue Musik. Oh, ich hab's gehört. Yeah. Wir sind in Level 2. Und wir spielen hier schon eine Stunde? Ungefähr. Ah, ja, den kann ich nicht mit einem Typen, der mich tötet, sofort. Muss ich meinen Schoko nehmen. Ja, das war Ghoul School für das Nintendo NES. Mhm. Kennt ihr es? Habt ihr es gespielt? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Und in der Zwischenzeit bedanke ich mich und der Michael von Gonsand, dass ihr Never Be Good At angeschaut habt. Und denkt daran, seid immer besser als wir sind. Und Halloween steht vor der Tür. Das bedeutet, es werden noch einige schaurige Halloween-Videos folgen. Ja, das war schon schaurig genug. Das war schon schaurig genug, es wird aber noch schauriger. Darauf kannst du rechnen. Ich weiß nicht. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Happy Halloween. Happy Halloween. Tschüss.
Ach so. Na gut, das kann man als mal zwischendurch machen. So. Boah. Das ist wirklich auch keine Position. So, ja, guck mal. Weil hier ist das jetzt richtig? Ja, ist schon. Was schon. Ist ja egal, sind wir sowieso schon mal bei 4 Minuten Material. Ja, so. Wir haben mit angefangen. Aber dann haben wir wenigstens schon ein paar Outtakes. So. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Never Be Good At. Heute spielen wir Castlevania The Adventure für den Nintendo Game Boy. Allerdings spielen wir hier auf der Nintendo Switch in der Castlevania Anniversary Collection. Und zwar Dracula Densetsu. Einfach aus dem Grund, weil ich diese Version noch nie vorher gespielt habe. Ich habe halt nur die normale gespielt. Und deswegen spielen wir jetzt mal die japanische Version. Gucken, ob die anders ist. 1989 ist das Spiel. Wow. Mann, lange ist es her, ey. Das war auf jeden Fall eines meiner allerersten Gameboy-Spiele. Ich hatte es nämlich damals im Club Nintendo Magazin gesehen. Und da gab es halt Levelkarten vom ersten und zweiten Level. Und ich fand es halt super toll. Und ich kannte die Castlevania-Reihe bis dahin noch gar nicht. Und wo ich das Spiel dann endlich dann hatte, ich habe das rauf und runter gespielt, weil es einfach so toll war. Und es ist verdammt schwierig gewesen. Ich habe, glaube ich, 2 Jahre gebraucht. Oh Mann, ich hasse die Viecher. Um das Spiel zu schaffen. Besonders in den späteren Leveln. Das werden wir dann sehen. Dann wird das richtig mies, das Spiel. Aber ich finde es eigentlich ziemlich cool. Wo es halt damals rausgekommen ist, es hat in der Fachpresse halt nicht die besten Bewertungen bekommen. Weil es halt sehr langsam ist. Jetzt im Vergleich zu den NES-Castlevania-Spielen und auch sehr viel geändert worden ist. Beispielsweise gibt es in Castlevania The Adventure gibt es quasi keine Sub-Weapons. Wie im normalen Castlevania. Man hat halt nur seine ganz normale Peitsche, aber die kann man aufrüsten in 2 Stufen. Also von der Lederpeitsche in die Kettenpeitsche und dann in die Flammenpeitsche. Und das Coole ist, man kann dann einen Feuerball schießen. Allerdings wird man getroffen, wird die Peitsche automatisch heruntergesetzt. Ah, das Kreuz ist gut, da sind wir unverwundbar. Da können wir durch die Augen einfach durchlaufen. Was auch ein cooles Element ist, das in keinem anderen Castlevania-Spiel irgendwie mehr dann aufgetaucht ist, abgesehen jetzt vom Nachfolger für den Game Boy, Belmont's Revenge, es gibt keine Treppen in dem Spiel, wie in den normalen Castlevania, sondern nur diese Seile. Und ich habe das mal im Interview gelesen, das war halt eine Designentscheidung. Hier oben ist ein Geheimgang. Da war ich auch ganz stolz, wo ich das herausgefunden habe. Es war halt eine Designentscheidung und warum, kann ich jetzt auch nicht genau... Ach ja, das ist ein wichtiges Element, wenn man irgendwo an einer Plattform runterfällt. Ah, verdammt, habe ich vergessen. Man fällt straight herunter. So, aber jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal wieder zurück. Das Gute ist, wir haben wieder das Leben wieder. So, und jetzt müssen wir hier springen. Ah. Fool me once, but not fool me twice. So. Und was auch ein sehr schöner Aspekt ist, die Gegner, die in den Gameboy-Spielen auftauchen, sind exklusiv auch für den Gameboy. Die gibt es auch teilweise in keinem anderen Castlevania-Spiel zu sehen. Jetzt abgesehen eventuell von Castlevania The Adventure Rebirth, das als WiiWare-Titel für die Nintendo Wii erschienen ist. Ist quasi ein Remake von diesem Spiel, aber ein richtig gutes Remake, und es ist absolut schade, dass überhaupt diese ganzen Rebirth-Teile, die halt für die Wii rausgekommen sind, halt Gradius Rebirth, Contra Rebirth und Castlevania Rebirth, dass Konami die bis heute die nicht irgendwie in einer Collection mal zusammengefasst hat. Einfach als Rebirth Collection. Also ich könnte mir gut vorstellen, es gibt genug Leute, die die Titel definitiv kaufen würden, weil man kann sie ja jetzt nicht mehr spielen. Der Wii Store ist ja, oder Wii Shop, wie er hieß, den gibt's ja nicht mehr. Oh, diese Passage ist auch scheiße, weil das Springen ist echt doof in diesem Spiel. Da muss man wirklich
Punkt genau springen. Ach ja, es gibt auch keine Rossbeefs in dem Spiel, ja, sondern man füllt seine seine Lebensenergie mit diesen Herzen auf. Oh, ich hasse diese Passage. Besonders wenn man hier runterfällt, kann man sie nochmal komplett neu machen. Deswegen habe ich hier so einen kleinen Trick. nennt mich Cheater, aber es funktioniert. Ja, jetzt bin ich runtergefallen. Ja, diese blinkenden Herzen, die füllen meine komplette Lebensenergie auf. Und diese Kugeln, die upgraden meine Peitsche, aber die ist jetzt auf den höchsten Upgrade. So, einfach durch. Zack. Und jetzt 1, 2, 3. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie bei den späteren Sprungpassagen, ich muss immer mitzählen, damit ich das Timing raus habe. Weil die werden nachher richtig mies. So, jetzt sind wir schon mal beim ersten Endgegner. Der ist eigentlich mit der... Ich wollte gerade schon sagen, mit der Peitsche ziemlich einfach. Weil das Problem ist, wenn die Peitsche auf den normalen Level ist, also die Lederpeitsche, macht man extrem wenig Schaden. Besonders im letzten Level, das Spiel hat nur 4, kommt nachher auch eine richtig geile Passage, wo man gegen mehrere von diesen Viechern kämpfen muss. Aber so weit sind wir jetzt noch gar nicht. Ich bin jetzt immer froh, dass wir den ersten Level geschafft haben und nur ein Leben verloren habe. So. Und dann sind wir schon im zweiten Level. Was auf jeden Fall auch sehr, sehr cool ist, halt der Soundtrack von dem Spiel. Die Musik ist sehr, sehr gut. Die Atmosphäre finde ich ist auch sehr, sehr gelungen. Wunderbar, Unverwundbarkeit und einmal durch, weil die Passage ohne die Unverwundbarkeit, ach, die ist ziemlich mies. Und es ist halt ziemlich doof, wenn man getroffen wird und dann das Upgrade seiner Peitsche verliert. Das muss definitiv nicht sein. Und diese Köpfe, die finde ich auch total doof, weil diese Bälle... Die prallen von den Wänden ab, aber der Vorteil ist, wenn die mich treffen, die downgraden meine Peitschen nicht. Simon ist... Ich krieg echt eine Krise heute. Ja. Den lassen wir mal liegen, den Kerl. Das ist ein Steinmann. Ja. Komm, runter. Oh, das darf nicht wahr sein. Ich wollte gerade sagen, einfach nur runterklettern. Ey, pff. Unglaublich. Das haben wir geschafft. Und hier ist schon die erste richtig schwere Stelle in dem Spiel. Dieser Sprung, das zu timen, ist verdammt schwierig. Probieren wir es nochmal. So, zweiter Versuch. Ein bisschen weiter runterfallen lassen. Ganz... Ja, perfekt. So, jetzt einmal wieder runter. So, ganz vorsichtig. 1, 2, 3. So. Nein, brauchen wir nicht. So, runter geht's. Ich finde es auf jeden Fall auch ziemlich cool, halt das Zeitlimit, das man hat. 10 Minuten geben die ein, um den Level zu schaffen. Und die 10 Minuten sind auch bitter nötig, weil die Level sich verzweigen. Und wenn man nicht den richtigen Weg geht, dann loopt der Level. Bis man den richtigen Weg rausgefunden hat, kann man sich halt vorstellen wie in Super Mario Bros. In den späteren Schlössern von Bowser, wo man auch den richtigen Weg erstmal finden muss. Hier ist es allerdings ein bisschen schwieriger. Erfordert auf jeden Fall ein bisschen, ja, einfach rüber. Weil wenn wir die vorne kaputt machen, dann ist der Weg weg und das wollen wir nicht. Ach, diesen Sprung, ey. Aber lieber da einen Treffer kassieren, als so ein Ding kaputt machen. Ah, die machen wir weg. Ha, und ein Leben. Ja, Leben kriegt man, ich glaube, ab 10.000 Punkten und alle weiteren Leben ab 20.000 Punkten, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Da, 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 da. Ah, oh, die Musik ist richtig cool. Oh, na komm, einfach durch. Ich glaube, hier kommt gleich nochmal so ein Geheimraum. Irgendwo. Na, es ist meine Peitsche wieder komplett gedowngraded. Ne, hier war der nicht. Wo war der denn? Hm.
So, diese Kerze zu kriegen ist sauschwer. Und ich schaffe es. Nicht oft, aber jetzt habe ich es geschafft. Yeah. Und da habe ich wieder ein bisschen Selbstbewusstsein in meine Gaming-Skills. Ich hasse diese Fledermäuse. So, jetzt muss man hier den richtigen Weg finden. Ich glaube, das war hier lang. Hier runter. Nee, war falsch. War klar. Dann war es hier runter. Ja, das sieht sehr gut aus. So, und den machen wir weg. Das Lebensenergie. Wieder ein Upgrade und einmal wieder hoch. Bis jetzt sieht noch alles ziemlich gut aus. So, jetzt müssen wir auch da wieder hoch. Ach, verdammt. Ja, irgendwie alles, was hier in diesem Spiel irgendwie... Hä? Was ist denn jetzt? Ach, darunter. Das meine ich mit diesen Loops. Alles, was sie irgendwie hier in diesem Spiel halt nicht gut gemacht haben, haben sie aber dafür im zweiten Teil für den Game Boy, halt Baymon's Revenge, haben sie richtig gemacht. Und das Spiel ist definitiv eins der allerbesten. Hier ist ein Geheimraum, und zwar hier. Müssen wir kurz warten, bis ein Auge runterkommt. Weil das Spiel ist eins der, wenn nicht sogar für mich persönlich, das beste Game Boy Spiel überhaupt. Weil Soundtrack ist super, Spielbarkeit ist super, es gibt eine Passwortfunktion, es gibt eine Levelanwahl, man hat so viel richtig gemacht. Und es gibt die Sub-Weapons. Zwar nur zwei, die variieren auch von der europäischen Version und der japanischen Version, weil in der japanischen Version hatte man den Bumerang oder Kreuz, whatever, und das hat man halt in der EU-Version rausgenommen. Da gibt es mich halt die Axt. Aber die Axt ist sogar besser, finde ich, als der Bumerang. So. Gut, dass das Geschoss nicht wiederkommt. Das ist auch extrem schwierig, diesen Sprung zu timen. Das sieht so gut aus. Komm, geh kaputt. 1A. So, und jetzt nach unten, das weiß ich noch. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, dann sind wir schon beim Endgegner. Und zwar die Kröten. Und ich habe damals so Probleme mit diesem Gegner gehabt. Und dabei ist der im Grunde so simpel. Man muss einfach nur in der Mitte bleiben. Wenn er links erscheint, Sprung. Rechts erscheint, Sprung. Stehen bleiben, Schlag. Und wenn er von oben kommt, einfach unter das Loch gehen. Und das war's im Grunde. Also man braucht sich bei den rechten Loch noch nicht mal irgendwie ducken oder so. Das geht alles Hand in Hand, aber bis man das erstmal selber herausgefunden hatte. Besonders wenn man Game Over ist. Dann kann man den kompletten Level erstmal wieder normal spielen und dann erstmal wieder schaffen. Das ist eine andere Geschichte. Der Vorteil ist ja hier in der Anniversary Collection, man kann ja Save Stats erstellen. Ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, gerade bei den anderen Castlevania-Titeln, beispielsweise Castlevania 3 und Castlevania 1. Da ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Aber wir wollen hier das Spiel ohne Save Stats schaffen. Und was auch sehr cool ist, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, fängt man wieder von vorne an und man hat einen neuen Loop. Und das Spiel wird von Loop zu Loop immer schwieriger. Also ich glaube, der weiteste Loop, den ich mal gespielt habe, war bis, ich glaube, viermal. Level 19 war das dann. Aber dann ist es wirklich so, ein Treffer, man ist platt. Und das ist dann extrem schwierig. Ob es da noch mehrere Loops gibt, weiß ich dann nicht. Aber wenn ich dann das nochmal spielen würde, um zu gucken, dann würde ich das auch mit den Save Stats machen, weil ein Treffer, da hat man wirklich nicht viel Spielraum. Und hier ist der, mein meistgehasster Level überhaupt in diesem Spiel. Obwohl der letzte ist, der ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich finde ihn nicht so frustig wie hier. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gameplay-Element, halt, dass der Boden nach oben geht oder die Decke runterkommt. Eins von beiden. Auf jeden Fall muss man schnell sein und die Dinger kaputt machen. So. Das ist die erste Passage und jetzt
kommen wir zu der Passage, die ich früher nie geschafft habe. Nie. Weil die ist wirklich extrem frustig und man muss sie fast auswendig lernen. So, erstmal muss man nämlich hier rüber. Das ist ja noch alles simpel. Und da unten kommen sie. Indiana Jones like die Stacheln. Und jetzt beginnt ein absoluter Wettlauf, weil unser Charakter ist halt, der klettert sehr, sehr langsam. Und das ist das Problem. Man sieht's. Man hat sehr, sehr wenig Zeit, um wieder nach oben zu kommen. Das Problem ist, wenn man noch zwischendurch von den Gegnern getroffen wird, ein Treffer und normalerweise schafft man es schon gar nicht mehr. Und besonders hier, diese Plattform, ein falscher Sprung, Game Over. Und dann wieder die Passage ganz von vorne beginnen. Das macht auf jeden Fall richtig schön Fun. Und ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, ich habe meinen Gameboy. Ich war immer kurz davor, ihn gegen die Wand zu werfen bei diesem Level. Aber irgendwann habe ich ihn geschafft. Das ist auch hier eine ganz, ganz miese Stelle. Man muss schon ziemlich weit hoch, um da durchzukommen. Ja, passt. So, jetzt zack, 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 hoch. Und das ist hier auch doof, besonders wenn man hier keine abgegradete Peitsche hat. So. Das ist. Die Musik ist ziemlich cool. So. So, und hier ist jetzt die. Jetzt wird's schwierig. Weil diese Sprünge jetzt mit Platten. Genau zu Time. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Komm. Komm. Nochmal. So, sind wir wieder da. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Ja, 1A. Zack, zack, zack. So, jetzt ein bisschen nach oben. Drüber und... Das meine ich, wenn man diese downgegradete Peitsche hat. Da muss man aufpassen bei diesen Würmern. So. Ja! Puh, noch eine? Ich dachte, das war's. Scheiße. 2, 3. Perfekt. Und jetzt nochmal. Das ist die letzte Passage, definitiv. Weil 1, 2, 3. 1A. Und ich kann mich daran erinnern, wo ich die Passage damals geschafft habe, dachte ich mir, yippie! 1A! Level durch. Und dann passiert das. Jetzt kommen die verdammten Stacheln von der Seite. Und es geht im Grunde weiter. Und hier gibt es auch zwei Passagen, die sind nicht ohne. Es ist abgesehen davon, dass man extrem schnell sein muss. Man muss wirklich schnell sein. Also man kann wirklich nicht viel Zeit hier vertrödeln. Also das Spiel lässt einen da definitiv sehr wenig Spielraum. Deswegen, diese Kerzen würde ich auch überhaupt gar nicht kaputt schlagen. Wenn ich sie kaputt schlage, dann nur in einen Sprung. Weil stehen bleiben und kaputt schlagen kostet zu viel Zeit teilweise. Scheiße. Scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Ich glaube, das wird nichts mehr. Der rollt nach unten, oder? Ja. Komm. Ah, verdammt. Oh, jetzt muss man klettern, Sprung. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kletternsprung. Mach. Ja. Komm. Wir sind gleich durch. Nein. Fuck. Ich krieg ne Krise. So. Probieren wir es nochmal. Zack und durch. Und nochmal. Und dann nochmal rüber.
Das ist auch die einzige Stelle, wenn man hier runterläuft, man fällt zur Seite. Das ist bei keiner anderen Kante so, nur in diesem Level bei diesen Kanten. Warum, weiß ich auch nicht. So. Komm weg mit dir, du Wurm. Oh Gott, meine Hände sind schweißnass. Aber wir sind auf jeden Fall sehr gut dabei. Die Stacheln sind extrem weit weg. Wenn wir jetzt nicht wieder diese Sprungpassage verhauen. Weil niemand uns jetzt ein bisschen mehr zahlt. Verdammt aber auch. Nicht wahr sein. So, die Passage haben wir jetzt auch hinter uns. Und jetzt der nächste Versuch. Ich bin noch nie so oft da drauf gegangen. So. Nice. Und komm. Wir haben es fast. Shit. Eins. 2, 3. So, letzte Passage. Da kommen wieder die Schlammmänner. The Mudman. Boah, man muss echt sehr weit zurücklaufen dafür. Aber ich glaube, wir müssen es schaffen. Ja. Sollen jetzt einfach durch. Und ab nach oben. So, und hier gibt es einen kleinen Trick. Und zack. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Weil es hier nochmal ein Upgrade für die Peitsche gibt. Lebensenergie und ich glaube sogar ein Leben. Ja. Also der Endgegner ist definitiv nicht allzu schwer, aber ohne abgegradete Peitsche ist der sehr, sehr nervig. Der... Wo ist er? Der Geier. Was auch irgendwie cool, komisch ist, in den anderen Castlevania-Teilen erhält man den Orb erst, wenn man den Endgegner besiegt hat. Hier nicht. Hier sammelt man den Orb ein und dann erscheint der Endgegner. Ach, komm bitte. verdammt. Komm runter. Ja. Ich hasse diesen Level. So, und jetzt sind wir auch schon in Draculas Schloss. Und die Musik ist hier richtig geil. Der Track heißt übrigens Heart of Fire. Ich habe das als Kind immer gerne gemacht, wenn diese Ritter erscheinen, einfach komplett durchlaufen, was irgendwie so 4-5 Ritter hinter mir hergelaufen sind. Dann ging die Framerate richtig in die Knie. Man sieht das jetzt hier schon, wie das das Spiel halt am Glitchen ist, weil so viel auf dem Bildschirm ist. Ich kann mich jetzt auch gar nicht daran erinnern, ob das jetzt hier an der Emulation liegt oder ob das bei dem Originalmodul auch war. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. So. Da ist schon wieder der erste Endgegner. Das Problem ist, wenn man zu weit zurückläuft, erscheint er eigentlich neu. Das ist besonders ärgerlich, wenn man diese normale Peitsche hat, ohne Upgrade. Da braucht man viel mehr Treffer. Ha! Müssen wir noch einmal springen? Ja, besser ist das. Und zack, weg damit, mit dem spuckenden Kopf. Ach, verdammt. Die ist doch downgraded, meine Peitsche.
Also downgraded meine Peitsche im Grunde jeder Treffer. Dann war das im zweiten Teil gewesen. Weil da wird die Peitsche, glaube ich, nicht gedowngradet bei einem Treffer, nur wenn man von diesen Kugeln getroffen wird. Dann habe ich das verwechselt. Aber ist nicht schlimm. Getroffen ist eh getroffen. Komm. Ein. Verdammt. Gehen wir da hoch. Ich weiß nicht, was da oben mehr ist. Könnte Lebensenergie noch sein. Gucken wir mal. Kostet jetzt ein bisschen Zeit. Aber wir haben ja eh noch 9 Minuten. Ja, Lebensenergie. Ja, und ein Upgrade. Also hat sich doch gelohnt, hier hochzugehen. Aber ich meine, das Upgrade bringt uns gar nicht. Oder? Doch, da kommt jetzt noch eine richtig doofe Passage. Naja, jetzt geht's nämlich los. Jetzt muss man sich wirklich... Also diese Passagen, die sind echt nicht ohne. Also, wenn ihr die spielt, ihr habt schweißnasse Hände. Und das ist das Coole an den Gameboy-Titeln, halt, die haben diese Fallen, die gibt es in den anderen Castlevania-Teilen eigentlich gar nicht. Jetzt abgesehen von Castlevania Rebirth für die Wii. Aber die hat man so in der Art und Weise in keinem anderen Castlevania-Spiel gesehen. Finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Ich mag solche Passagen eigentlich. Weil sie brauchen... Was? Ich hab die Seite von den Stacheln berührt und sterbe. Na egal, wir sind wieder zurück. Probieren wir es nochmal. Diesmal sind wir klüger. Nicht zu weit nach vorne gehen wir an dieser Stelle. So. Einmal rüber. Einmal rüber. Einmal rüber. Sieht sehr gut aus. Ich hätte jetzt gedacht, der passt nicht. So, dann warten wir. Einmal runter. So, hier warten wir. Weil hier darf man auch nicht so lange warten mit dem Sprung. Ansonsten springt man automatisch in diese Stacheln rein. Und das ist mir auch sehr oft passiert. Weil der Level ist wirklich mies. Besonders der ist ziemlich lang. Und wenn man... Und es gibt so viele Möglichkeiten hier halt drauf zu gehen. Dann kann es mir wirklich gut passieren, dass man diesen Level 3-4 Mal neu starten muss am Anfang. Ich sag mal, man spielt halt mit den Save Stats, aber... Das ist jetzt eine andere Geschichte. Ja, die Passage, die ist... Da gibt's einen Trick. Moment, den nehme ich weg. So, jetzt nehme ich erst durch. Aber wenn man vorher rüber geht, wird man meistens auf jeden Fall getroffen. Oh, ich dachte, das passt doch. Der klettert auch echt langsam, ey. Na gut. Klettern ist nicht ohne. Ich könnte wahrscheinlich auch nicht schneller an einem Seil hochklettern. Ich hab das in der Schule. In der Schule habe ich das immer gerne gemacht, haben sie hochklettern. So. Jetzt wird's ein bisschen tricky. Weil jetzt müssen wir das timen. Der Vorteil ist, wenn man hier von den Stacheln getroffen wird, man ist nicht sofort tot. Verliert aber einiges an Lebensenergie und Peitsche Downgrade. Und das Doofe ist, wenn man hier nicht durchkommt mit mindestens einem Peitschen-Upgrade, gibt es danach eine Passage, die fast unmöglich ist. Aber so weit sind wir noch nicht. Verdammt, ich hab's nicht gekriegt. Okay. Gucken wir erstmal, ob wir jetzt hier durchkommen. Erstmal den. Dann den. Jetzt kam irgendwie... Ja, der. Jetzt kommt noch einer. Ach, ich dachte, der... ich dachte, der oben kommt zuerst. Aber wenigstens gibt unser Spiel an der Stelle noch ein paar Lebenspunkte zurück.
So, das ist ziemlich easy. Und durch. Einfach laufen. So, und jetzt kommen wir zu dieser besagten Stelle. Wenn man hier kein Upgrade hat, so wie ich jetzt. Das Problem ist, die stecken extrem viel Treffer ein. Und wenn man zu weit zurückläuft, erscheinen die wieder komplett neu. Das gibt's auch gar nicht. Komm, geh drauf. Hast rein. Super. Wo ist der nächste? Komm. Verdammt. Explodier. Gott sei Dank. Nicht viel Energie, aber vollkommen egal. War hier noch was? Nein. Weil jetzt sind wir bei Dracula und wenn wir jetzt gleich drauf gehen, dann starten wir jetzt immer hier in diesen Raum. So, wir müssen nur diesen Sprung schaffen. Und dann ist ja schon sehr gnädig. Man füllt uns wenigstens die Lebensenergie komplett auf. So, dann sind wir bei Dracula. Und Dracula ist ein Arsch in dem Spiel. So, das war hier ducken. Und hier ducken. Das ist im Grunde jetzt die Taktik. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Ducken, springen, schlagen. Ducken, springen, schlagen. Hier kann man einfach stehen bleiben. Da passiert einem nichts. Was war denn jetzt, wenn der in der Mitte... Ah ja, genau. Da kann ich noch drüber springen. So, das war die erste Form. Jetzt kommt die zweite. Die zweite Form ist richtig mies. Weil wenn ihr in der ersten Form getroffen werdet von Dracula, so wie ich jetzt, verliert ihr das Upgrade eurer Peitsche und jetzt macht ihr extrem wenig Schaden. Und damit ist die zweite Form sehr, sehr schwierig zu besiegen. Wegen diesen Fledermäusen. Weil es gibt zwei Formationen, wenn die geschossen werden. Man wird getroffen. Man kann da nicht ausweichen. Ich habe es bis heute nicht herausgefunden. Komm her. Komm durch. Und hier hoch. Das gibt's doch gar nicht. Die Musik ist geil. Ich bin gleich tot. Ich glaube, das wird nichts. Er macht so wenig Schaden. Normalerweise wäre er jetzt schon längst tot mit dem Upgrade. Das ist, wenn man das halt verliert. Nein, das gibt's doch gar nicht. Komm, noch zwei. Oh, immer noch zwei, das gibt's doch gar nicht. Komm. Nee. Ein. Komm, wir haben ihn gleich. Ein Treffer. Ja! Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich Dracula mit dem ersten Versuch schaffe. Normalerweise sterbe ich bei dem. Und das Schloss bricht in sich zusammen. Das Design für den Schloss finde ich ziemlich cool, wie das aussieht halt. Erinnert mich so an das Schloss von König Haggard in Das letzte Einhorn. Ja, wir haben es geschafft. hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich würde definitiv öfter sterben. Oder zumindest Continuous brauchen oder so. Ich mag das Spiel absolut. Also, auch wenn viele Leute sagen, es ist nicht das beste Castlevania-Spiel. Ich habe es halt die Nostalgie, die ich für dieses Spiel habe, weil es halt eins meiner absoluten Lieblingsspiele für den Game Boy war und ich habe das wirklich rauf und runter gespielt. Ja, das war Castlevania Rebirth für den Nintendo Game Boy, beispielsweise jetzt hier auf der Nintendo Switch. Ich schreibe in die Videobeschreibung aber trotzdem Game Boy rein. Es ist ja ein Game Boy-Titel, egal
ob ich den jetzt auf das Switch spiele. Ich hätte ihn ja auch im Super Game Boy jetzt spielen können, wenn ich das Modul gehabt hätte. Da würde ich auch Game Boy schreiben. Deswegen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, wäre ganz nett. Vielleicht auch mal ein Like oder einen Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Never Be Good At wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und denkt daran, es gibt keinen schlechten Spieler, es gibt nur schlechte Spieler. Macht es gut. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Never Be Good. Heute spielen wir Mutation Nation für das Neo Geo. Ja, Mutation Nation ist ein seitlich scrollender Brawler. Bleiben wir mal auf normal. Normal ist gut. Und ist eines der richtig coolen Neo Geo Spiele. Ich kann mich noch daran erinnern, damals, wo es rauskam fürs Neo Geo. Ich hatte von den Neo Geo schon in diversen Zeitschriften gelesen, beispielsweise, ich hatte es auch schon mal gesehen bei uns in Dynatex in Dortmund, aber der Preis der Neo Geo Konsole, der lag damals, ich glaube, bei über 1200 D-Mark und ein Spiel war auch schon um die 250 D-Mark. Mutation Nation, wo ich das erste Mal gesehen habe in der Zeitschrift, ich fand es sowas von toll. Die Grafik war kein Vergleich wirklich zu halt anderen Spielen der Art auf dem Super Nintendo zu der Zeit, weil wir hatten zu der Zeit halt Final Fight, Turtles in Time, obwohl Turtles in Time eine super tolle Umsetzung des Automaten ist. Aber das Neo Geo ist bis heute eine unglaubliche Maschine, die super Power hatte und ich wünschte, ich hätte damals Neo Geo gehabt. Aber das Tolle ist ja, SNK hat ab der PlayStation 1 immer wieder Complications der Neo Geo Spiele für alle kommenden Generationen wieder veröffentlicht. Also für jede Konsolengeneration gibt es im Grunde immer eine SNK Collection. Und momentan ist es auch so, Mutation Nation ist für die Switch erhältlich, es ist auf Windows erhältlich, beispielsweise für die PlayStation 4 und auch für die Xbox One. Aber es wäre mal ganz cool gewesen, halt das Spiel am Original zu spielen mit dem Arcade-Board, weil jetzt momentan spiele ich halt mit dem Neo Geo Controller. Der ist auch ziemlich cool, weil die Buttons haben ein sehr cooles Feeling, aber der Control-Stick, es ist halt kein Micro-Stick, wie jetzt auf dem richtigen Arcade-Board. Und die Knöpfe, wenn man die drückt, die sind verdammt laut. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier im Video hört. Ich hoffe mal nicht. Neo Geo-Spiele sind ja Arcade-Spiele, die vorher aus der Spielhalle kamen, wo man quasi, wenn man tot war, musste man Geld reinschmeißen, um dann weiterspielen zu können. Das Problem hat man jetzt mit den Heimkonsolen-Umsetzungen gar nicht, weil man einfach eine virtuelle Münze einwerfen kann und dementsprechend kann man das Spiel im Grunde komplett durchspielen, weil man ja unendlich Continues hat. Es gibt Ausnahmen, die trotzdem, was man unendlich Continues hat, die Spiele trotzdem verdammt schwer, weil es halt Checkpoint bedingt ist. Ein Beispiel, das mir jetzt einfällt, ist Viewpoint. Solange man nicht über den Checkpoint kommt, bringt einen auch die unendlich Continuous nichts und Viewpoint ist auch verdammt schwer. Und deswegen habe ich mir schon damals irgendwie angewöhnt, ich weiß nicht, ob andere das auch machen, aber ich spiele immer halt, wie ich das vom Super Nintendo und NES gewöhnt bin, mit limitierten Credits. Das heißt, normalerweise spiele ich 2 Credits oder 3 Credits und gucke immer, wie weit ich komme und dann höre ich normalerweise auf. Ich habe das Spiel natürlich schon mal durchgespielt,
Aber der Sinn von diesen Arcade-Spielen ist es halt, einen großen Highscore zu haben. Und deswegen sollte man das Spiel in einem kompletten Run auch durchspielen. Also mit einem Credit beispielsweise, vielleicht sogar noch besser, mit einem Leben oder so. Und das werden wir jetzt hier auch machen. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen mit unseren Credits. Was auf jeden Fall richtig toll ist an dem Spiel, halt die, abgesehen natürlich von der Grafik, die toll ist, ist halt das Gegnerdesign. Die Gegner sind sehr, sehr abwechslungsreich und sehr fantasievoll gestaltet. Das gefällt mir super. Und auch die ganze Atmosphäre von dem Titel ist einfach super toll. Da es ja ein Brawler ist, normalerweise so mit zwei Leuten ist es noch besser. Definitiv. Aber momentan bin ich alleine unterwegs. Und deswegen gucken wir einfach mal, wie weit ich dann jetzt alleine kommen werde. Das Spielsystem ist eigentlich ziemlich simpel im Vergleich jetzt zu anderen Spielen der Art, beispielsweise Streets of Rage oder so. Weil man hat im Grunde nur zwei Knöpfe quasi zum Schlagen, den A-Button und zum Springen den B-Button. Wenn man den A-Button hält und A hält, kann man diese Spezialattacke machen. Allerdings ist man dann unbeweglich für eine Zeit. Wie jetzt gesehen. Aber man kann halt diese Super-Moves dann machen. Die werden angezeigt unter meiner Lebensleiste, dieses A, wo 4 steht. Das heißt, ich kann den noch 4-mal machen. Es gibt insgesamt 4 verschiedene Spezialangriffe, die alle durch diese Buchstaben, ups, geht's abwärts, angezeigt werden. Man kann diese Superattacke auch machen, wenn man quasi keinen Orbs eingesammelt hat. Allerdings verbraucht man dann seine Lebensenergie. Guck mal, wie schnell genug bin, meinen Namen einzugeben. So, das ist jetzt unser erster Credit. Hau ab. Ich mag den Kerl nicht. Ja. Das Doofe ist nämlich, wenn der Sprit... Oh, lass mich aus der Ecke raus. Boah, das gibt's doch gar nicht. Ich komme da nicht weg. Und deswegen ist es bei so einem Spiel immer gut, was man halt diese unendlich Credits hat. Weil wenn in der Spielhalle müsste man wirklich ein paar Euros, oder damals noch waren es D-Mark, das waren glaube ich damals 50 Cent, ne, 5, da waren Pfennige zu der Zeit noch, muss man sich erstmal wieder zurückgewöhnen. Aber die einzige Spielhalle halt, wo es halt Neo Geo Spiele gab, das war halt in Dortmund in der Brückstraße. Und die hatten definitiv kein Mutation Nation, das weiß ich. Die hatten Samurai Showdown 2, kann ich mich dran erinnern, Metal Slug und noch irgendwie ein Shooter. Ich glaube Ghost Pilot. Könnte auch Alpha Mission 3 gewesen sein. Aber auf jeden Fall kein Mutation Nation. Weil ich immer zwischendurch mir geguckt habe, ob man spielen kann. Und das Problem war ja auch, die Spielhallen waren immer ab 18 Jahre. Es hat auch so verdammt lange gedauert, dass man da mal rein konnte. Ach verdammt. Das Gegnerdesign ist einfach toll. So, komm her. Zack, bumm. Kicken wir ihn direkt weg. Und wie gesagt, heute ist es überhaupt kein Problem, diese ganzen Neo Geo Spiele zu spielen. Weil es sie halt auf allen gängigen Konsolen halt zum Download gibt. Beispielsweise auf irgendwelchen Computations. Aber es gibt auch nicht alle Neo Geo Spiele zum Download. Beispielsweise, welches Spiel ich bislang noch nicht gesehen habe als Download, das ist Neo Turf Masters. Das ist im Grunde ein Golfspiel. Ist auch eines der seltensten und ich glaube auch wertvollsten Neo Geo Module. Neo Geo Module erzielen heutzutage richtig stattliche Preise. Die waren damals schon nicht billig und heute sind die Preise wirklich holla die Waldfee. Auf jeden Fall nicht billig. Das war auf jeden Fall ein... Das ist Neo Turf Masters, ist auf jeden Fall ein Spiel,
auf das ich schon sehr lange warte, dass ich es mal wieder spielen kann. Weil jetzt ein Bekannter von mir, der hatte, der hat ein Neo Geo, seit sogar ein Neo Geo CD. Und da habe ich das dann vor einiger Zeit gespielt und ich fand es super toll. Und dieses Spiel werde ich mir definitiv auch nochmal für ein Let's Play raussuchen. Ansonsten ist das Neo Geo halt dafür bekannt, dass es halt sehr, sehr viele Beat'em-Ups hat. Also die Samurai Showdown-Reihe, die King of Fighters-Reihe, die Fatal Fury-Reihe, die Art of Fighting-Reihe, Kizuna Encounter, World Heroes und ach, was weiß ich. Dafür ist das Neo Geo halt bekannt und auch berühmt für die super guten Beat'em-Ups. Es gab aber auch noch sehr viele andere tolle Spiele, beispielsweise die Metal Slug-Reihe. Und mein persönlicher Liebling, wo ist er? King of the Monsters 2. Das Spiel ist richtig toll und oh, das werden wir definitiv auch nochmal in der nächsten Zeit uns mal angucken. Am besten ist natürlich dann auch wieder mit zwei Leuten. Oh, schaffe ich das noch, meinen Namen einzugeben? Ja. Machen wir mal weiter. Bin gerade gut dabei. Aha! Hau ab. Ich hasse den Kerl. Ach, ich muss auf der gleichen Ebene sein, um mit der zu treffen. Okay. Der ist ziemlich doof, der Angriff. Ja, jetzt haben wir ihn. Na, verdammt. Ich stand doch unter ihm. Papier. Komm, er ist halt platt. Komm her. Ja. Haben wir einen Platt gekriegt. Ich glaube, B war ziemlich gut. Das haben wir hier, die Medusa-Frauen. So, kommt noch einer? Weg ist er. Es müssten auf jeden Fall noch ganz viel genau diese ganzen Motorräder kommen. Kann man am Bett eigentlich rüberspringen. Sag ich doch, man muss es nur richtig machen, dann funktioniert das auch. Das ist auch cool, wenn die Gegner von hinten reinkommen, dass die Sprites so halt gescaled werden. Und das war auch wirklich richtig cool an dem Neo Geo halt. Das Neo Geo hat wirklich, die komplette Grafik besteht nur aus reinen Sprites. Und das Neo Geo konnte super geil zoomen. Das hat man beispielsweise in den ganzen Kampfspielen, sieht man das richtig toll. Wenn die Charaktere dann näher zusammengehen, dann sind die Sprites größer. Und wenn sie auseinandergehen, werden die Sprites halt kleiner. Ja. Und deswegen ist auch das Neo Geo, bis heute ist das dermaßen beliebt, weil SNK bringt ja wirklich regelmäßig auch neue Konsolen raus. Beispielsweise das Neo Geo X hatten wir ja vor ein paar Jahren und jetzt haben wir jetzt ja auch ganz neu das SNK Mini. Aha. Ah, jetzt haben wir keine Credits mehr. Das waren jetzt die drei Credits. Ah. Wollen wir safen? Natürlich. Game over. Also, wir sind auch nicht allzu weit gekommen. Wir spielen es jetzt immer auf MVS. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, was das ist. Nein. So, weil MVS bedeutet, das ist die Arcade-Vision. Weil es gab von den Spielen immer zwei Visionen, beispielsweise die in der Arcade war es immer die MVS. Und wo SNK das Neo Geo für die als Heimkonsole rausgebracht hat, das war das Neo Geo AES. Und deswegen gab es auch da verschiedene die Spiele dann auch in der AES-Vision, beispielsweise in der MVS-Vision.
Der ist so cool, der Schlag, ey. Weh. Zack, bumm, weg. Und weiter geht's. Ja, Mutation Nation ist jetzt auch nicht allzu lang. Es sind auch nur 6 Level. Ah, das Spiel macht wirklich super Fun. Also mit 2 Leuten ist es. Wenn wir einmal angefangen haben, ist genau wie Metal Slug. Wenn wir mit 2 Leuten Metal Slug spielen, wir spielen es immer dann auch durch. Obwohl wir 1000 Tode sterben. Weil die sind so cool, die Viecher. Zack, bumm, zack, boah, geil. Yeah. Willensenergie einsammeln. Diese Gegner erinnern mich an Godzilla vs. Megalon. Wirklich an Megalon. Mit dem Kopf. Deswegen gefiel mir auch immer King of the Monsters 2, weil ich bin ja absoluter Godzilla-Fan. Jetzt auch der alten Godzilla-Filme, jetzt aber auch der neuen Godzilla-Filme. Und deswegen habe ich damals mir auch King of the Monsters für das Super Nintendo geholt. Es war ja auch ein Port der Arcade-Version. War jetzt technisch nicht vergleichbar wirklich mit der Arcade-Version, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Obwohl es eigentlich ein mehr ein Beat'em-up ist, also ein Fighter. Mit Wrestling-Einlagen will ich das jetzt mal so sagen. Und erst ab King of the Monsters 2 ist es halt irgendwie so ein Hybrid geworden. So eine Mischung aus Brawler und Beat'em-up. Und das fand ich immer sehr, sehr cool. Da könnt ihr direkt aus Resident Evil stammen. Sind wir gleich schon wieder tot? Verdammt. Ah, die Musik ist cool. Ich glaube, das hatten wir jetzt gesagt. Der B war gut. Zack, zack, zack. Hoffentlich haben wir noch Zeit, um unsere Superangriffe einzusetzen gegen den Endgegner. Wenn wir so weit noch kommen, ohne drauf zu gehen. Ach, wir leben aber noch. Ah, der A ist der, den wir nicht haben wollen. Hätte man doch mal den anderen auch eingesammelt. Was auch noch ein interessanter Aspekt ist bei dem Spiel, je schneller ich den Button drücke, desto stärker sind auch meine Angriffe. Und wenn man das tut, dann bedeutet das eigentlich, dass ich quasi mit meinen Daumen kann ich gar nicht so schnell drücken, um diesen Meter hochzusetzen. Das heißt, ich muss das Pad dann immer auf mein Bein legen und dann wirklich mit dem Zeigefinger drauf. Und selbst dann sieht man. Geht die Anzeige auch nicht super hoch. Aber so geht es auf jeden Fall besser. Muss man verdammt schnell drücken. Gott sei Dank habe ich früher als Kind immer viel Track and Field gespielt. Ach komm bitte. Aber es lässt sich so sehr, wirklich sehr, sehr gut spielen, wenn es auf den Beinen ist. Ich finde, es lässt sich. Die Spiele lassen sich sogar besser spielen, als wenn man den Controller normal benutzt. Das merkt man gerade bei irgendwelchen Spielen, die wirklich, wo es nötig ist. Sau schnell den Button zu drücken, und das sind verdammt viele Spieler auf den Neo Geo, die das benötigen. Haben wir noch einen Angriff? Nein. Müssen wir ihn so platt kriegen. Und das ist halt das Schöne an den Patches. Die Buttons sind richtig schön groß. Yeah. Ach, das stimmt. Ach komm bitte, ich wollte gerade. Yeah. Sind wir schon mal?
wieder da, wo wir gerade waren. Cool. Ich kriege nur immer meine Lebensengel hier aufgeladen. Die wollen wirklich jedes Geldstück von mir haben. Wir hatten mal vor, das ist schon ein paar Jahre her, da hatten wir mal eine Jugendzentrum haben wir eine Aktion organisiert, und zwar ging es um Spenden, und wir haben damals Bekannten gehabt, der einen Videospielladen besessen hat, und der hatte auch mehrere Neo Geo Konsolen, und dann haben wir halt diese Neo Geo Konsolen dahingestellt, haben da die Spiele reingemacht, und die Leute konnten dann da spielen und mussten aber dann immer quasi, wenn sie spielen wollten, wenn sie tot waren, 2 Mark oder so reinwerfen. Und das haben wir dann halt gesammelt, halt als Spendenaktion. Das war auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr coole Aktion. Ich weiß nicht, ob es sowas bis dahin gab oder was heute noch gibt. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und was ich mich in der jüngsten Zeit daran erinnern kann, das ist halt die Charity-Aktion Desert Bus. Dann müsst ihr einfach mal googeln, weil wenn ich jetzt die ganze Geschichte dahinter runter erzähle, dann sitzen wir noch morgen hier. Aber es geht auf jeden Fall darum, dass die Leute halt Desert Bus spielen. Und das Spiel dauert, um es zu schaffen, 8 Stunden. Und wenn man es geschafft hat, kriegt man einen Punkt. Und dann muss man wieder 8 Stunden spielen, gibt es wieder einen Punkt. Und dann geht es immer darum, wirklich diese maximal 99 Punkte zu erreichen. Und jetzt kann man sich mal ausrechnen, 8 Stunden, Stunden pro Punkt, wie lange man dann da spielt. Die spielen das wirklich mit 30, 40 Leuten in verschiedenen Schichten. Das ist sehr cool, definitiv. Da sind wir wieder bei dem Kerl. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück. Naja, mit dieser Combo macht dann definitiv mehr Schaden. Habe ich zumindest das Gefühl. Das ist einfach ein geiles. Das hört sich so geil an, wenn man volle Power diesen Button drückt. Ich mag das total. Ah, ich dachte, der wäre tot, verdammt. Ja, wieder, der hat ja noch gar nicht angefangen, rot zu glühen. Naja. Oh. Yeah. Ach, das war jetzt doof. Ah, da sind wir jetzt auch nicht weiter gekommen als vorher. Sollten wir vielleicht mal auf Easy spielen. Save now. Game over. Ja, das war Mutation Nation für das Neo Geo. Ich finde es super toll. Auf jeden Fall eins der besten Neo Geo Spiele. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, es euch zu holen, es zu spielen, tut es. Am besten wäre natürlich mit einem Arcade-Board oder zumindest mit den tollen Controller, damit man dieses Feeling halt hat. Ja, habt ihr auch Mutation Nation gespielt? Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und kennt ihr noch irgendwelche anderen Neo Geo Spiele, oder was sind eure Lieblings-Neo Geo Spiele? Schreibt es auch mal in die Kommentare. Und in der Zwischenzeit bedanke ich mich, dass ihr Never Be Good It angeschaut habt. Und denkt daran, seid immer besser, als ich es bin. Ich wünsche euch alles Gute. Macht es gut. Ciao.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Never Be Good At. Heute ist Halloween und das bedeutet, wir spielen Splatterhouse für das TurboGrafx-16. Yeah! So, Splatterhouse von 1990 von Namco. Push one button. Und es wird gruselig. Ein altes Haus, Regen, Gewitter. Und los geht's. So, Splatterhouse erschien 1988 als Arcade-Version in den Spielhallen. Und wie man hier schon sieht, ist es ein sehr gewalttätiges Spiel. Die Geschichte ist auf jeden Fall ganz schnell erklärt. Rick und seine Freundin Jennifer sind in dem West-Anwesen, um dort den Dr. West zu besuchen. Und aus irgendeinem Grund wird Rick getötet und Jennifer entführt. Und Rick wird durch die sogenannte Terrormaske wieder zurück ins Leben geholt, die ihn dann in diese unglaubliche Kampfmaschine verwandelt, die sehr an Jason Voorhees erinnert. Das Lustige ist, in der Arcade-Vision hatte Rick sogar eine weiße Maske. Dies wurde geändert für die TurboGrafx-16-Vision. Außerdem, im Gegensatz zur Arcade-Vision, gibt es hier sehr, sehr viele Änderungen. Beispielsweise das Intro wurde geändert, es gab mehr Animationen, auch wurden teils irgendwelche bestimmte Waffen herausgenommen. Die Sterbeanimationen von den Gegnern wurden auch verändert, und um das Spiel halt ein bisschen wohl kinderfreundlicher zu machen. Was allerdings sehr, sehr lustig ist, weil auf der Box des Spiels ein geiler Vermerk vorne drauf steht, und zwar: dieses Spiel ist nicht geeignet für Kinder und Feiglinge. Musste so lachen, wo ich das gelesen habe. Ja, ansonsten, man prügelt sich halt mit Rick durch 7 Level. Und wir sind auch schon in Stage 2. Man kann halt unterwegs verschiedene Waffen einsammeln, wie ein Holzscheit, eine Axt, ein Speer und andere Sachen. Was auf jeden Fall richtig cool ist an diesem Spiel, halt, man kann Gegner richtig schön platt machen, also splattern. Hier, zack, bumm, und weg. Und die Arcade-Version war in dem Sinne sogar noch ein bisschen brutaler. Und man muss sich immer vor Augen halten, das Spiel kam zu einer Zeit raus, sogar noch vor Mortal Kombat, wo diese Gewaltdiskussion im Videospiel noch gar nicht so existent war. Und wenn man sich mal vorstellt, bei Mortal Kombat haben sich alle darüber aufgeregt, weil man da halt ein bisschen Blut gab und man konnte Leuten halt das Herz rausreißen. Aber wenn man sich dann anguckt, Splatterhouse kam eher, und die Gewaltdarstellung ist schon etwas Hulda die Waldfee. Das Artdesign ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Erinnert mich mal so ein bisschen an H.P. Lovecraft. Bam, schön mit der... Oh, das ging da rüber. Mit dem Holzscheiß an die Wand gesplattert. Und, nein. Ja, wenn ich hier halt meinen Holzscheiß verliere, kann ich den wieder aufheben. Das habe ich auch erst viel, viel, viel später herausgefunden. Ich hatte von dem Spiel immer mal zwischendurch gehört. Ich habe es aber nie gespielt, weil ich halt kein TurboGrafx hatte. Es gab aber den zweiten Teil auf dem Sega Mega Drive. Den hatte ich mal damals beim Bekannten gespielt und ich fand es super toll. Und wo ich mir damals beim Mega Drive geholt hatte, das Splatterhouse 2 war eins meiner ersten Spiele. Aber ich wollte immer unbedingt den ersten Teil spielen. Und erst auf der Wii Virtual Konsole ist es dann auch erschienen, in der TurboGrafx-16-Version zum Download. Und in Japan erschien auch die Original-Arcade-Version, aber nur im japanischen Store. Oh, was ich auch sehr, sehr schade fand. Allerdings gibt es die Möglichkeit, auf der Nintendo Switch gibt es das Spiel Namco Museum.
Und dort ist auch die Arcade-Version von Splatterhouse enthalten. Wow, jetzt müssen wir gegen ein Messer kämpfen. Hab das immer schon mal ausprobiert. Oh oh. Es sind zwei Messer sogar. Und auf der Arcade, auf diesem Namco-Museum sind auch noch andere geile Spiele drauf. Also wenn ihr es mal im Store seht, holt es euch. Neben Splatterhouse ist auch noch Rolling Thunder drauf. Super genial. Galaga. Oder Galaga, wie man es auch immer ausspricht. Lohnt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hey, da kommt einer zu Besuch. Hallo Loki. Wolltest du hochkommen oder wolltest du da unten bleiben? Hm? Das ist mein Kater. Jetzt kämpfen wir gegen den Stuhl. Ja, die Endgegner sind das absolute Highlight in dem Spiel, weil beispielsweise hier kämpfen wir gegen einen Poltergeist, der verschiedene Gegenstände im Raum in Besitz nimmt und uns damit das Leben schwer macht. Allerdings mit der richtigen Taktik und ein bisschen Übung ist der nicht allzu schwer. Was ist das? Ah, verdammtes Bild. Ich hasse das Bild. So, und jetzt fällt... Hey, Loki! Man sieht sein Ohr. Yeah! Und wir sind doch schon in Stage 3. Und diese Stage hasse ich. Besonders wegen dem Endgegner. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen, weil ich habe es nie geschafft, diesen Endgegner zu besiegen, ohne die Schrotflinte. Und deswegen gibt es da... Ah, verdammt. Eine kleine Taktik, und zwar wenn ich die Schrotflinte hier habe, shit, darf ich sie im Grunde nicht benutzen. Das heißt, ich muss versuchen, durch den Level zu kommen, ohne die Schrotflinte großartig einzusetzen, was natürlich nicht gerade einfach ist. So, da muss ich rüberspringen, ansonsten falle ich da runter. Ja, es gibt halt in diesem Spiel auch noch alternative Routen, was auch sehr cool ist. Oh, springt der weit, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wir machen mit dem Standplatz. Und nur noch ein Leben. Ich hoffe, das reicht. So. So, hier noch rüberspringen. Und da ist schon die zweite Schrotflinte, was jetzt cool ist, ich kann. Ich könnte jetzt mitnehmen und gleich kommt schon der Endgegner. Das darf nicht wahr sein. Ja, das Doofe ist, ich fange jetzt in der Mitte des Levels an, ich kriege die erste Schrotflinte nicht mehr. Und ich habe den nie besiegt ohne beide Schrotflinten. Ja, wir probieren das jetzt mal, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen mehr Glück. Ach, verdammt. Ja, das Spiel ist auf jeden Fall nicht unbedingt einfach. Das muss ich auch immer noch dazu sagen. So, jetzt probieren wir das nochmal. Aber ich habe da wenig Hoffnung. Eins. Na, da ist nämlich das Problem. Gott sei Dank, der Special Move. Ja, man kann, wenn man springt und dann auf den Pad Diabona nach unten hält und dann den Button 1 drückt, kann man diesen Slide über den Boden machen, der extrem viel Schaden macht, aber sehr schwierig auszuführen ist. Am Ende jedes Levels bekomme ich zwei Herzen zurück. Ah, die kann ich nehmen und werfen. Das ist cool. Und hier, wenn ich jetzt hier runterfalle, gibt es einen alternativen Weg. Aber da will ich nicht runter, weil es ist verdammt schwer. Verdammt. Das ist jetzt schon schwer. Boah, hässlicher Fötus. Boah. Wer baut solche Messer auf dem Boden?
springen wir direkt rüber. Ja, da ja Halloween heute ist, ist natürlich heute Abend Horrorfilmzeit. Und bei mir gibt es immer drei Filme, die ich zu Halloween immer gucke. Und zwar der eine Film ist Nightmare on Elm Street 3 Dream Warriors. Den gucke ich sehr, sehr gerne. Der andere Film ist Freitag der 13., weil wir schon Splatterhouse spielen. Allerdings der vierte Teil. Ah, ich hasse diese Doppelgänger. Und der letzte Film ist Paranormal Activity, der erste Teil, den ich sehr, sehr gut finde. Und ich habe mich mit vielen, vielen Leuten in der Vergangenheit unterhalten. Und alle haben mir gesagt, Paranormal Activity ist doch langweilig, da passiert nichts. Und ich habe da eine eine schöne Geschichte zu. Und zwar, wir haben damals noch in einer anderen Stadt gewohnt. Und das Haus, in dem wir gewohnt haben, war eine ehemalige Erziehungsanstalt für schwer erziehbare Kinder. Und es haben sich dann immer so Geschichten um dieses Gebäude gerannt und es wurde dann immer gesagt, dass man nachts halt das Lachen und das Weinen von Kindern hört und das Gebäude war an sich schon sehr, sehr gruselig und wenn man da nachts in den Keller reingegangen ist, das war der blanke Horror und halt mit diesem Hintergrund hat es die Sache nicht besser gemacht. Und ich hatte mir damals den ersten Paranormal Activity angeguckt und zwar habe ich den nachts gesehen. Da war ich auch ganz alleine zu Hause. Das ist schon der Endgegner. Und halt diese Atmosphäre, die dann war. Es war totenstill in dem Haus und dann gerade Paranormal Activity. Also ich habe auf der Couch gesessen, ich habe die Decke sowas von... ich habe die Decke wirklich schon so hochgezogen gehabt. Ah, nur 5 Credits. Dass das richtig gruselig war. Und seitdem liebe ich diesen Film. Und ich mag auch die ganze Reihe, aber wie gesagt, nicht alle Teile sind gut. Wenn mich jetzt einer fragen würde, nicht ranfangen. Der Tokyo Night. Also so gesehen, es ist ja nicht der zweite, das ist ja mehr so ein Spin-off. Der ist sehr, sehr gut und danach kommt für mich schon Paranormal Activity, die Gezeichneten. Das sind für mich die drei besten Filme der Reihe. Und danach der vierte Teil, der ist auch noch wieder sehr, sehr gut. Aber so den dritten und Ghost Dimension bin ich jetzt nicht unbedingt so ein Fan von. So. Jetzt aber genug gequatscht über Halloween-Filme, weil ansonsten kann ich den ganzen Tag erzählen. Weil ansonsten gibt es noch The Burning, Oculus, es gibt so viele tolle Filme, die man zu Halloween gucken kann. Und jeder hat natürlich seine eigenen Favoriten. Aber wir versuchen jetzt erstmal hier durch den Level zu kommen. Es hat funktioniert. Taktik. So, es kommt auf jeden Fall noch einer. Ich glaube da. Das ist cool, ne? Ich kann mir selbst den Spiegel angucken. Da ist er. So, der ist auch platt. So. Hallo, wie geht's dir? noch ein. Ach, verdammt, noch einer. Den habe ich jetzt nicht mehr gedacht. Problem ist, es gibt keine Health-Power-Ups. Ich kriege zwar am Ende des Levels immer 2 Herzen dazu, eventuell auch ein bisschen mehr, wenn ich den Level gut geschafft habe, aber das ist selten und der Endgegner ist sowieso sehr, sehr schwierig. So, erstmal das Hackebeil aufheben. Loki, hilf mir! Aber wenigstens fangen wir da jetzt an. So, jetzt geben wir alles. Ah.
Nicht so schnell laufen, sonst habe ich wenig Zeit, um auf die Köpfe zu reagieren. Besonders wenn die von hinten kommen. Ach, verdammt. Ich hasse diesen Kerl. Es ist verdammt schwer einzuschätzen, in welcher Höhe diese Köpfe kommen. Das ist das Problem. So, nächster Versuch. Immer dieser Dritte. So, jetzt. Ach. Boah, Glück gehabt. Mann! In der Mitte stehen bleiben? Ist das dann vielleicht eine bessere Taktik? Der Vorteil gegen, der Nachteil der Home-Konsole-Vision ist, man hat halt nur 5 Credits. In der Arcade-Vision hatte man halt so viele Credits, wie man wollte. Man konnte halt quasi dann da immer weiterspielen, aber nein! Ja, egal. Dann sind wir wenigstens mal jetzt andere Seiten. Andere Sektion des Levels, die allerdings auch einige schwieriger ist. Was haben wir hier? Die Würmer? Die erinnern mich an den Film Detective Spawn. Ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland aussieht. Ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr, sehr cooler Film. Auch super geeignet für Halloween. Wie kommt denn da noch? Und die wird auch gefressen. Wir machen das jetzt mal anders. Wir bleiben einfach. Nee, ich muss weiterlaufen, sonst geht der Bildschirm nicht weiter. So. Ich glaube, das ist eine gute Idee, so im vorderen Bereich zu bleiben. Komm, Treppe hoch. Ah, ich kann einfach abhauen. Oh, Gott sei Dank. Ich hätte wahrscheinlich jetzt noch 10 Minuten gestanden. Ja, und ich bin gar nicht großartig weitergekommen, wie ich das sehe. Nee. Ja, die Rick steuert sich halt ein bisschen klobig, was nicht verwunderlich ist. Der Typ ist 2 Meter und breit wie ein Schrank. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter. So, jetzt kommen wir, die drei Stück kommen jetzt. Das merken wir uns jetzt mal. Diesen Sprungkick macht. Was kann ich dagegen tun? Vielleicht stehen bleiben und einfach nur schlagen. Probieren das mal. Boah. Oh, die Musik ist cool. Schön creepy.
Ach, verdammt. Ach, wieder nur ein Treffer. Nochmal einer. Aber sind du... Ich hab doch jetzt nur gegen zwei gekämpft, oder? Very strange. Na, mit einem Leben wird das nichts. Dann können wir wenigstens ein bisschen üben. Yeah! Aber im Grunde ziemlich simpel. Ach, und es wird hell. Very strange. Ich meine, in der Arcana-Vision war da ein Altar, auf dem Jennifer nackt lag. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und jetzt sind wir in der Bücherei. Und es kommen Stühle. Das finde ich ein bisschen komisch. Manche Gegner sind richtig einfallsreich designt. So richtig tolles Art-Design und so. Und dann frage ich mich, Stühle, Messer. Okay. Und die, hier gab es auch... Ach ja, genau, man fällt da runter. Und es gibt bestimmte, über die man rüberspringen kann. Was ist das denn? Man rutscht automatisch da rein. Na komm her, du. So. Die sehen auch cool aus. Wie Maraguin in klein. Noch eine. Oh. So, wie war das Lebewesen? Können wir den noch rüberspringen? Können wir den noch rüberspringen? Okay, ich wollte eigentlich nach oben. Dann gehen wir nach unten. Da bin ich schon. Und da geht's weiter. Schnell weg. Boing, boing. Okay. Oh, neue Gegner und Tote. Ich erinnere mich irgendwie an Evil Dead 2. An die Dead Eyes, was einfach einer. Ah ja. Er belebt die wieder. Er sieht auch cool aus, wie so eine Vogelscheuche. So, das heißt, die machen wir platt. Da ist er. So, genau.
kann immer mehr. Ah, verdammt, von hinten kam er. Mann, nein, ich wollte springen. Ach, nur der Hut bleibt zurück. Wunderbar. Jetzt hier weiter? Ich glaube, ich gehe wieder nach oben. Da waren wir doch auch schon. Okay, in der Sektion musste man auf jeden Fall in dem Bereich bleiben. Da sind wir nur einmal getroffen worden, glaube ich. Yeah. Komm raus, raus, raus. Nein. Haben wir den Vorteil, weil wir tot sind, dann probieren wir mal den anderen Weg aus. Es gab auf jeden Fall auf dem Sega Mega Drive gab es noch den dritten Teil, der allerdings ein ganz anderes Spielprinzip hatte, sondern mehr so ein Double Dragon Typ, Final Fight Style, aber das sehr, sehr gut ist. Also kann ich wirklich empfehlen. Oh, wir haben Jennifer gefunden. Okay. Ach du Scheiße. Boah. Sieht das Vieh fies aus oder sieht das Vieh aus? Was muss ich da tun? Okay, ich kann mich nicht ducken, wenn er seine Kralle ausfährt. Boah, ist das Viech hässlich, ey. Game over. Zwei Credits haben wir noch. Ach, wieder von vorne. Stimmt. Wir wollten ja den anderen Weg ausprobieren. So, jetzt kommt die Sektion mit den Händen. Und dann einfach schnell wie möglich durch. Ja, außer da müssen wir kurz warten. Ah, ja. Dann hauen wir weg die Hand. Wir hauen eine Hand mit einer Hand weg. Ist auch nicht schlecht. Da wollte ich einmal diesen super Special Move einsetzen und direkt versagt. Der ist sehr, sehr schwierig auszuführen. Weil man exakt diesen Moment abpassen muss, wenn Rick landet. So, genau, jetzt gehen wir nach oben statt unten. Okay. Das ist. Geisterfrauen. Kann ich die platt machen? Ja. Okay. Ah, die kommen. Ach. Die kommen aus den Gemälden raus. Okay, die scheint nicht allzu lang zu sein, die Sektion. Aha. Das funktioniert. Sehr gut. Schon mal rüber. Ah, die kommen erst raus, wenn ich dran vorbeilaufe. Gut zu wissen. Nein! Die wollen hier runterfallen. Ah, dann müssen wir ja gleich wieder durch den Raum durch mit den Deadly Spawns. Wäre da nicht auch eine Leiter nach oben gewesen? Ach, da hat der Reaper, genau.
Wolltest du jetzt hier sitzen bleiben? Ist ja nicht süß. Ah. Nein! Die beißen sich fest, die Hunde. Da muss man erstmal drauf kommen. Ah. Das war eine Magie gewesen jetzt. Shit. Entschuldigung. Sind wir zumindest in der nächsten Sektion. Okay. Jetzt wieder bei den Jennifer Monster. Nächstens haben wir noch ein Leben. Okay. Sobald ich es angreife, macht es seine Haferwurst. Muss so weit weg sein. Okay, Taktik. Haben wir es geschafft? Ich versuch's. Funktioniert nur nicht. Verdammt. Boah, das ist fies. Verdammt! Jetzt bitte. Oh, nicht nochmal. Bleib jetzt hier stehen. Das war anscheinend eine gute Taktik. Seiner springt nicht weit genug. Das war sowas von klar. Oh, Game over. Unser letzter Credit. Also den Level hätte ich gerne noch geschafft. Okay, neue Sektion. Der Level ist cool, schön verwinkelt. Mal wieder gehen. Eine Garderobe im Hintergrund. Ach, aber wir haben noch zwei Leben. Ich hoffe, wir fangen in der Sektion noch wieder an. So, hier kommt einer raus. Boah, das kann ja weit sliden. So weit. Dieser Slide scheint auch richtig stark zu sein. Vielleicht sollten wir den einfach mal ein bisschen öfter einsetzen. Weg, komm. Mitgegeben. Okay, diese Sektion kann ich anscheinend nicht überspringen. Die muss ich machen. Das ist schade eigentlich. Ich hätte jetzt gedacht, wir kommen jetzt so direkt zum Endgegner. Was auch cool gewesen wäre, wenn es in den Level noch irgendwelche, wenn die alternativen Wege noch zu Power-Ups geführt hätten, dass ich dann den Level mit einer Waffe beenden könnte oder so. Weil so ist das Problem immer, wenn ich eine Sektion schaffe, weg, dann lässt Rick automatisch die Waffe immer fallen, wo man sich denkt, warum nimmst du die Waffe nicht mit? Nein. Und das ist halt ein bisschen schade, wenn sie das noch irgendwie eingebaut hätten. Obwohl, es ist das Spiel ist von 1988, also die Arcade-Version. Die TurboGrafx 16 kam ja erst 1988. Ach! Hau ab! Stinkst! Genau, wir bleiben jetzt hier wieder stehen. So, wenn er den kleinen Sprung macht, dann machen wir den nach vorne. So. Das erste Mal.
Ich versuch's. Wie viele Treffer sind das? Glück gehabt. Nein! Komm. Jetzt müsste er sich zurückverwandeln. Hier noch einen. Okay. Ah, nur noch einen. Ich will mehr Lebensenergie hätte. Einen von diesen kleinen Sprüngen und ich bin hinüber. Komm, bitte, 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 bitte. Das ist irgendwie traurig, wir konnten Jennifer nicht retten. Das ist nicht nett. Weil normalerweise rettet man das Girl am Ende. Mich ins Blätter aus. Yeah, und es geht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ins Innere des Bösen. Boah. Boah. Krieg die weg! Ach, schade. Das war Splatterhouse fürs TurboGrafx 16. Ich finde es super. Wenn ihr die Möglichkeit habt, es zu spielen, holt es euch. Es ist super toll. Und eins zeige ich euch jetzt noch. Und zwar, herausgefunden habe. Und zwar, wenn ihr im Hauptmenü Select haltet, ein paar Sekunden lang. Ich weiß nicht, ob es jetzt funktioniert. Habt ihr das gesehen? Jetzt steht da hart. Und jetzt ist das Spiel im wahrsten Sinne des Wortes schwer. Ja, wir brauchen schon zwei Treffer der Faust. Auf jeden Fall für die Leute, mit denen das normale Spiel nicht schwer genug ist, ihr könnt es dann auch auf hart spielen. Ja, wie gesagt, Halloween, heute ist Halloween. Was guckt ihr euch heute an? Schreibt es in die Kommentare. Oder welche gruseligen Spiele ihr selbst zu Halloween spielt. Und in der Zwischenzeit bedanke ich mich, dass ihr Never Be Good At angeschaut habt. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Splatterhouse weiterspielen. Ich lasse es noch ein bisschen laufen. Aber ich wünsche euch erstmal alles, alles Gute und Happy Halloween. Macht's gut. Tschüss.